Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Live-Athletik-Workout. Heute wollen wir uns mit dem Bauch beschäftigen. Also ein kleines Bauch-Workout für Triathleten und Ausdauersportler. Ja, wir fangen einfach an. Wir legen uns auf den Rücken, stellen die Beine gemütlich auf. Die Arme könnt ihr seitlich ablegen. Und wir machen jetzt die Bauchpresse, ja, so nenne ich das. Das heißt, wir arbeiten einfach nur mit dem Bauch. Und zwar atmen wir ein, versucht mal in den Bauch einzuatmen, dass ihr wirklich den Bauch ja, nach außen wölbt, also richtig Luft rein. Und dann tief ausatmen. Und dann versucht ihr mal den Bauch wirklich nach innen zu ziehen, also ein Vakuum zu erzeugen im Bauchbereich. Und das für so 8 bis 10 Sekunden zu halten. Dann wieder einatmen, ausatmen, bis die Luft raus ist, den Bauch einziehen. Also wirklich so tief wie möglich rein, kurz halten und wieder ausatmen. Also wir machen das 8 bis 10 Mal. Los geht's. Einatmen, ausatmen und Bauch einziehen. Wirklich den Bauchnabel richtig nach innen ziehen, dass ihr merkt, der wölbt sich nach innen, der Bauch. Einatmen, ausatmen, einziehen. Dann steuern wir die transversale Bauchmuskulatur an. Wir haben verschiedene Schichten Bauchmuskulatur. Die meisten konzentrieren sich immer auf die Gerade, das ist hier vorne Musculus rectus abdominis, also das, was auch das typische Sixpack ausbildet. Weitermachen ruhig mit der Übung. Wenn man ein wenig Unterhautfett hat, dann kann man das Sixpack sehen, aber wir haben ja auch seitliche Bauchmuskulatur, die liegt schräg hier drüber, aber diagonal übereinander. Und das sind viel Rotation, die trainieren wir gleich. Ausatmen, Bauch einziehen und wir haben eine transversale Muskelschicht, also die von hinten nach vorne läuft, die für die Wölbung der Taille und für den flachen Bauch mitverantwortlich ist. Aber das sind alles Muskeln, die letztendlich den Core stabilisieren. Also nochmal ausatmen, einatmen, ausatmen, Bauch einziehen. Okay, das war die erste Übung. Die nächste Übung machen wir auch aus dieser Position heraus. Ihr nehmt mal die Beine nach oben, nehmt die Hände nach oben, zieht den Bauchnabel ein bisschen ein, jetzt nicht ganz so stark wie gerade, aber dass wir so ein bisschen Spannung haben. Und jetzt versuchen wir mal in die Hollow Body Position zu kommen. Also die. Also eine hohle Position, wie so eine Banane im Prinzip. Also wir strecken erstmal die Beine nach oben, je nachdem wie fit ihr seid, eher ein bisschen weiter oben, ist nicht so anstrengend, oder weiter runter wird es deutlich anstrengender. Versucht den unteren Rücken am Boden zu halten und streckt die Arme mal hinter den Kopf, dass wir wirklich so eine hohle Position einnehmen. Halten und jetzt rollen wir uns mal auf die Seite. Füße und Arme bleiben oben, dass wir so ein bisschen die schräge Muskulatur mit reinnehmen. Wieder zurückrollen, andere Seite. Basisposition, wie gesagt, wenn ihr das nicht halten könnt, geht ihr ein bisschen höher mit den Armen, Händen und Armen, dann ist es einfacher. Ansonsten versuchen, in diese Position reinzukommen. Halten, auf die Seite rollen, mittlere Position. Andere Seite. Ein letztes Mal. Oh, wow. Also, ich hoffe, ihr spürt auch schon so ein bisschen die Bauchmuskulatur. Jetzt ziehen wir die Beine wieder ein bisschen an den Körper, trainieren die seitliche Muskulatur
Und wenn wir mit den Fingern immer Richtung Ferse gehen. Wenn ihr ein bisschen weiter weg macht, wird es schwieriger, die Schultern abheben. Also nicht mit den Schultern am Boden bleiben, sondern hier Spannung aufbauen, Bauchnabel einziehen und jetzt abwechselnd an die Fersen tippen. So 20 Mal, jede Seite 10 Mal. Ich hoffe, es waren 20, habe es nicht genau mitgezählt. Wenn ich zwischendrin erzähle, dann bin ich manchmal raus mit dem Zählen. Aber ihr könnt das ja für euch zu Hause vernünftig nachhalten. Also das waren die ersten drei Übungen. Nächste Übung machen wir eine Slide-Übung. Dafür gibt es Hilfsmittel. Also entweder so ein Bauchrad, was man sich bestellen kann. Es gibt es im Decathlon, glaube ich, für 14, 15 Euro. Oder 10 Euro, weiß ich gar nicht, viel teurer wird es nicht sein. Damit kann man eben so nach vorne ausrollen. Oder, wenn ihr das nicht habt und habt jetzt einen glatten Untergrund, zum Beispiel Parkettboden, Laminat oder Fliesenboden, dann faltet ihr euch ein Handtuch, das ihr zum Gleiten nutzen könnt. Oder wenn ihr einen Teppichboden zu Hause habt, dann nehmt eine Plastiktüte. Ja, also das sind drei Optionen, wie man diese Übung ausführen kann. Ich zeige es euch einmal mit dem Handtuch und gleich einmal mit dem App-Roller quasi. Geht also in eine kniende Position, die Hände vorne drauf und jetzt rollt ihr nach vorne oder gleitet ihr nach vorne mit dem Handtuch. Ein bisschen nach hinten, dass ihr nicht ganz drauf habt. Und zwar so, dass erstmal die Hüfte gestreckt wird. Geht noch ein bisschen seitlicher die Position. Also in die Position nicht so bleiben, sondern erstmal die Hüfte strecken, den Po anspannen, dass wir Stabilität haben und dann schiebt ihr so weit, wie ihr kommt und zieht wieder zurück in die Ausgangsposition. Ich mache das mit meinem Roller hier. Also nach vorne rollen, erstmal die Hüfte strecken und dann weiter runter, 8 bis 10 Mal. 2, 3, 4, 5, 6. Muss ich hören. Und Nummer 8. Okay. Als nächstes nehme ich mir einen Ball zur Hilfe. Es geht auch ohne Ball. Das ist jetzt kein Basketball, auch wenn das so aussieht, sondern ein Medizinball. Der wiegt 3 Kilo. Den gibt es also in verschiedenen Gewichtsklassen. Wenn ihr ein Zusatzgewicht integrieren wollt, könnt ihr euch auch so einen Ball fürs Training besorgen. Den verwende ich hin und wieder, muss aber nicht sein. Und zwar ist die Übung der Russian Twist. Also eine Übung, wo ich Rotation mit reinbringe, auch die transversale Bauchmuskulatur ansteuere. Allerdings in so einer Position, wo ich den Oberkörper leicht zurückgelehnt habe, also Spannung aufbaue. Und jetzt tippe ich immer links und rechts neben den Körper. Ich versuche mal eine Position zu finden, wo ihr das gut sehen könnt. Also das ist die Bewegung. Ich rotiere im Oberkörper mit Ball dann so. Ja. Und hebe die Beine an. Das heißt, ich muss mich ausbalancieren, sitze auf dem Po, die Beine sind oben. Und das ist die Bewegung. Mal insgesamt. So, also schräge, transversale und gerade Bauchmuskulatur war das. Kurze Pause, dann holen wir wieder unser Handtuch oder unser Bauchrad.
quasi raus und machen wieder Training für die gerade Bauchmuskulatur. Wieder 8 Wiederholungen. Wenn ihr könnt, 10, könnt das mit der Zeit natürlich auch steigern. Aber für den Einstieg reicht das erstmal. Also wieder Position, wo ihr mich sehen könnt. Denkt dran, immer erstmal nach vorne rollen, indem ihr die Hüfte streckt. Und dann erst gehen die Arme nach vorne, so weit wie ihr kommt und noch Kontrolle habt. Das ist wichtig, dass man hier jetzt Spannung im Po hat, dass man nicht ins Hohlkreuz absinkt, dann gibt es Rückenschmerzen. Ihr macht ruhig weiter, das war die zweite Wiederholung. Ja? Also hier den Po anspannen, wenn der Spannung hat, dann habe ich Stabilität, komme gut runter und kann das Ganze kontrollieren. Wiederholung 4, 5, 6, 7, 8. Wenn ihr gar keine Hilfsmittel habt, wie gesagt, man kann das mit dem Handtuch machen auf einem glatten Untergrund oder mit einem Plastikteller oder einer Plastiktüte auf dem Teppichboden. Man kann das aber auch natürlich ohne alles machen. Ja? Also hier in die Streckung reingehen und dann mit den Händen nach vorne wandern und wieder zurück. Ist ein bisschen ruckeliger, aber hat natürlich denselben Trainingseffekt. Ja? Einfach nach vorne ausrollen und nach vorne in die gestreckte Körperposition rein. Mit der Zeit versuchen, tiefer runterzukommen. Ich habe halt auch die Stabilisierung für die Schultern ein bisschen mit drin. Aber vor allem werdet ihr das merken im Bauch, dass der ganz schön Haltearbeit leisten muss. Wichtig ist halt immer bei der Übung, dass ich den Po richtig zusammenkneife, dass das Becken quasi ausgerichtet ist und stabil, ja, dass ich nicht mehr so eine Bewegung mache. Ja, das nützt dann halt nicht so viel. Ja, also wirklich hier die Spannung im Becken aufrechterhalten. Okay, genug geredet. Wir holen uns wieder den Ball, wenn ihr einen habt. Kann auch ein kleiner Hantel sein und ein anderes Gewicht. Oder eben ohne alles, links, rechts, tippen, 20 Wiederholungen insgesamt. So, sehr schön. Das ist mein Kern-Workout. Wie gesagt, zum Warm-up haben wir die Bauchpresse gemacht, also ein bisschen Bauch einziehen geübt und mit der Hollow Body Position und den seitlichen Crunches ein bisschen vorbereitet. Aber den Kern der Arbeit, was halt auch stabilisierend wirkt, machen wir hiermit. Also 3 Sätze, Russian Twist und Bauchrollen. Wieder 8 bis 10 Wiederholungen davon. Und dann sind wir mit dem heutigen Workout durch. Los geht's. Sechs. Sieben. Und 8. Sehr schön. Bisschen Stabilität für die Körpermitte. Also Übung wieder mit Ball. So, länger nicht mehr so viel für den Bauch gemacht, aber das tut ganz gut. Also, das war mein heutiges Bauchworkout für euch. Ich zähle gerade auf die Uhr mit Einführung und Erklärung. Knapp 15 Minuten. Da gibt es wenig Ausreden, das kriegt man immer mal irgendwo zwischengeschoben. Sei es nach dem Aufstehen, vorm Schlafengehen, in der Mittagspause, vor oder nach einer
Ausdauereinheit. Einfach kurz auf die Matte runter, auf den Boden runter und ein bisschen Training für den Core. Das werdet ihr im Laufe der Saison merken, dass euch das stabiler macht und nach vorne bringt. Das war's von mir. Gerne Daumen hoch, wenn euch meine Videos gefallen. Abonniert meinen Kanal, teilt es, kommentiert es, schreibt mir, wenn ihr Anregungen braucht, wenn ihr Fragen habt oder vielleicht auch mal anderer Meinung seid. Das können wir dann gerne ausdiskutieren. Ich freue mich drauf und wünsche euch viel Spaß mit dem Workout. Ciao.